Von mir. Heute gibt es mal ein Collective Haul. Ich habe so einen, ehrlich gesagt, lange nicht mehr gemacht. Alle anderen Hauls, die ich gemacht habe, waren irgendwie sponsored oder nur mit einer Marke. Und heute haben wir viele verschiedene Marken. Das Video ist, wie gesagt, nicht gesponsert. Ich habe aber ein paar Codes, die ich euch trotzdem nennen kann, damit ihr ein paar Coins saven könnt. Ich hoffe, die Hauls kommen sehr gut bei euch an. Ich ziehe jedes einzelne Teil an, außer eins. Das sage ich aber auch gleich. Dann seht ihr, wie die Teile an mir aussehen. Ich sage euch meine Größe und so weiter, sodass ihr einfach wissen könnt oder euch so ein bisschen an mir orientieren könnt. Ich werde alle Teile so gut wie es geht und in der Infobox verlinken, weil das meiste wirklich online zu finden ist, außer ein Shop. Aber das werde ich euch gleich erzählen. Ich hoffe, ihr freut euch. Gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben, wenn ihr einfach cool seid und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Es hilft mir wirklich weiter, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das machen tut. Und ja, ich würde sagen, let's freaking start. Ich werde hier jetzt einfach jedes einzelne Teil durchgehen. Das sind alle so ein bisschen gemixt. Das ist nämlich so ein bisschen nach Farbe oder soll ich nach Marke machen? Macht vielleicht mehr Sinn, ich weiß nicht. Ihr findet es wahrscheinlich besser, so alles eine Marke und dann durch. Okay, dann fangen wir jetzt einfach mal hiermit an. Ich habe gerade laut gedacht, lol. Das ist ein gelbes Oberteil, wie man ganz schwer erkennen kann. Das ist so ein bisschen spitzenmäßig. Das ist von Zara in der Größe XS und hat 10 Euro, also 9,99 gekostet. Und das hat eigentlich 20 Euro gekostet. Bei Zara ist ja im Moment so gerade freaking big ass Sale. Ich hasse es eigentlich, bei Sale einkaufen zu gehen, weil ich weiß nicht, bin ich die Einzige, die voll viele Sale-Sachen dann so ein bisschen so ist? Ich weiß, es ist total dumm, aber irgendwie, weiß nicht, ich feiere das auch nicht, wenn alles so vermixt ist und bei Zara sieht es immer aus, als würde es irgendwas kostenlos geben, literally. Aber ja, ich habe mich direkt in dieses Top verliebt, weil ich liebe total diese V-Schnitte. Ich finde, meine Boobs sehen da relativ good aus. Es gab halt nur noch Größe XS und ich war so, okay, das ist dehnbar, da komme ich schon irgendwie rein. Es war ein freaking Struggle, aus diesem Top wieder rauszukommen. An ging noch, aber raus, boah. Ich habe richtig angefangen zu schwitzen, weil es so anstrengend war. Aber XS ist machbar. Ich bin halt eigentlich echt keine XS, deswegen. Was ich gut finde, ist, dass man die Träger verstellen kann. Also je nachdem kann man die Boobs ein bisschen hochpushen oder es auch ein bisschen lockerer tragen. Und ja, lauf das. Da habe ich mich richtig gefühlt wie so ein Schnäppchenjäger, weil ich so... Dann habe ich hier auch noch dieses Kleid. Das hat hier so Make-up-Flecken gehabt, aber es war noch das einzige in S. Und deswegen war ich so, ja, Make-up-Flecken gehen sowieso raus. Es ist halt immer so krass, ne, wenn so ein Teil einen Make-up-Fleck hat, dann sind die meisten Leute so, okay, nee, ich will es doch nicht. Und ich bin so, ich wasche es und dann ist alles supi. Das hat 10 Euro gekostet, ist ein super basic ripped T-Shirt-Kleid. Finde ich mega geil. Die Figur sieht delicious aus. Man muss ein bisschen auf die Nippel aufpassen. Also ich werde wahrscheinlich ein BH drunter anziehen oder Nippelpads oder irgendwie sowas. Stehe ich jetzt nicht so drauf, wenn man die Nippel durchsieht. Obwohl ich ja sage, embrace your nipples, free the nip. Aber bei so einem Kleid bin ich eher so ein bisschen... probably not. Das nächste, was ich auch im Sale ergattert habe, ist diese Shorts. Ich finde, die sieht so schön aus und die fühlt sich auch mega good quality an. Es ist so eine Satin Shorts. Und was ich gut finde, ist, dass sie hier vorne auch so ein Bündel hat. Also kann man die auch so ein bisschen enger schnüren. Ich habe sie in der Größe S, denn ich habe Größe M anprobiert und die war viel zu groß. S passt gut, sitzt ein bisschen enger, also ihr seht sie am Try-On, aber I like it. Sieht auf jeden Fall besser aus als Größe M und ich mag die Farbe auch voll so für den Sommer. So ein bisschen was classy, passt gut zu meinem Teint. Like that. War auch im Sale, hat 15,99 gekostet und vorher 20 Euro. Feel like a Schnäppchenjäger. Und dann habe ich eine Hose gefunden, die nicht im Sale war. I know, I'm a genius. Das ist so eine etwas locker sitzende Hose. Ich stehe total auf diese Hosen. Ich habe die oder trage die immer noch sehr gern, weil es so ein bisschen so der Figur schmeichelt. Man kann so ein bisschen was verstecken, aber es sieht trotzdem gut aus. Die sieht so aus, die ist so ein rosa farben und geht hier unten, was ich liebe, so ein bisschen enger zusammen. Also hat die Hose auch so ein bisschen Struktur. Wir haben hier silberne Details, feiere ich sehr. Und hier hat man auch so eine Tasche, wo man auch wirklich was reinmachen kann. Die Hose hat gekostet 30 Euro und ich habe Größe S und passt sehr gut und I'm happy about it. Außerdem finde ich auch, dass die Farbe so schön in den Sommer passt, aber auch theoretisch in den Frühling oder auch theoretisch in den Herbst. Ich finde so eine Hose
Da finde ich auch 30 Euro vollkommen okay. Das letzte Teil, was ich euch zeige von Zara, sind diese Schuhe hier. Und als ich auf dem Catrice-Event war, saßen ein paar Mädels und ich im Auto und da war eine dabei, die geschwärmt hat von diesen Schuhen. Die hatte sie selber auch an und sie meinte, ich habe selber einen Hallux und es ist voll schwierig, Schuhe zu finden, die bequem sind und so. Und sie meinte, die sind unnormal bequem. Und deswegen habe ich die dann zum Glück gefunden, noch im Zara, bevor die Fashion Week angefangen hat, weil ich war so, ich habe so ähnliche, aber in denen kann ich nicht sehr lange laufen. Und dann war ich beim Zara und habe die nur noch in Größe 39 gefunden und ich finde es vollkommen okay. Also man sieht, es ist ein bisschen groß, aber es fällt keinem auf und kann es auch nicht rausschlüppen oder so. Und ja, ich kann euch die Schuhe wirklich nur empfehlen. Ich würde die auch zum Feiern gehen anziehen. Ich finde, diese Art von Schuh ist halt total stylisch, erstens. Und zweitens passt es halt zu fast jedem. Und es gibt so viele Schuhe, die in dem Style sind, in denen kannst du nicht lange laufen und dein Fuß sieht absolut räudig aus. Und der ist so ein bisschen breiter geschnitten und ich kann den wirklich nur euch empfehlen. Soweit ich weiß, sind noch alle Größen da. Wie gesagt, 38 wäre natürlich die bessere Variante, aber 39 gab es nur noch und deswegen war ich so, I'll take it. Machen wir weiter mit einem Online-Store, bei dem ich das erste Mal geshoppt habe. Und dieser Online-Shop heißt Bad Kids. Ich weiß nicht, ob ihr familiar seid damit, aber die haben so geile Marken. For Love and Lemons, also so richtig bougie, flirty, more than expensive side, also wirklich teurere Sachen. Ich habe da sogar einen Rabattcode für euch. Da dachte ich mir so, geil, kann ich euch direkt hier ein bisschen Coins saven lassen. Die Sachen haben die mir zum Glück zugeschickt, damit ich euch viele Sachen jetzt auch angezogen sein kann. Wie gesagt, ist not sponsored oder sonst irgendwas. Seht ihr das? Wie freaking cute ist das? Anhand von meiner Naked-Kollektion habt ihr ja gesehen, dass ich sehr auf Blumenprint stehe und ich trage das super, super gerne im Sommer. Und deswegen, ich habe mich direkt in dieses Kleid hier verliebt. Es hat so viele Details und Qualität ist so freaking gut. Auch allgemein hier dieses Etikett, da ist einfach noch so ein Anhänger dran und es ist einfach very luxurious. Das Kleid ist von For Love and Lemons und ich habe es in der Größe S, wie ich mich recht entsinne. M wäre vielleicht sogar ein Ticken besser gewesen, weil es schon ein bisschen kurz, aber ihr seht es im Try-On, wie es ungefähr an mir aussieht. Also man kann es auf jeden Fall, es ist machbar so, aber würde jetzt jemand sagen, oh, ich tausche mit dir, dann würde ich auch tauschen. Oh, ich liebe so Details wirklich. Vorne hast du die Möglichkeit, es ein bisschen aufzumachen oder ein bisschen enger zu schnüren. Das kann dann auch so die Brust so ein bisschen zusammenquetschen. Was ich gut finde, ist, dass man hier so ein Elastikband hat. Also es ist jetzt nicht eng oder zu locker oder so, sondern es passt sich mehr oder weniger deinen Schultern an. Und man könnte es auch theoretisch ein bisschen schulterfrei tragen. So, das mag ich auch voll gerne mit so Sachen. Hier bei dem Ärmel ist auch wieder so ein Bändchen und man kann es ein bisschen enger schnüren. Was ich gut finde, ist, dass es so ein bisschen drei Viertel geschnitten ist von den Ärmeln her und nicht so halb oder ganz. Und was man auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, aber das zieht sich hier so ein bisschen zusammen und man hat hier unten auch ein paar Schnürungen, kann es so ein bisschen hochziehen und dann riffelt. Ah, I'm so bad at explaining, sorry. Und es hat hinten auch einen Reißverschluss. Also ich finde das Kleid wirklich mega geil. Wenn du halt Bock hast, Geld auszugeben für Kleider, dann ja, kann ich das wirklich nur empfehlen. Ist einfach ein absoluter Hingucker und oh mein Gott, so schön für den Sommer, auch wenn es gerade draußen regnet. Love that. Danke Deutschland. Und wie gesagt, mit meinem Code kannst du dann auch noch ein bisschen Coins saven. Hier habe ich noch ein Kleid von For Love and Lemons. Das ist so ein bisschen spezieller, also auch speziell wie das andere, aber ich würde sagen, das würden eher weniger Leute tragen, einfach wegen den Ärmeln und so, wie es ein bisschen aufgebaut ist. Aber ich dachte mir, es ist einfach sehr, sehr cute. Ich sehe schon die Bilder in meinem Kopf, Leute. Also man hat hier wieder so dieses Chiffon-Material, glaube ich, heißt es. Hier an den Schultern, also so ein bisschen durchsichtig. Und auch wieder hier diese Gummibänder, dass man das so ein bisschen enger um die Arme machen kann. Und man hat hier vorne so mehr oder weniger so einen Cup, der aber ein bisschen untergeht. Also ist kein richtiger Cup, aber so ein bisschen mit Struktur für den Ausschnitt. Hinten haben wir dann wieder einen Reißverschluss. Und was ich so cool finde an dem Kleid, ist, dass man hinten wieder diese, wie nennt man das? Dass es sich so zusammenzieht mit diesen Bändern hier. Und du kannst das Kleid halt enger machen und kürzer. Also du kannst das Kleid nämlich kürzer machen, was ich auch im Try-On gemacht habe. Oder es halt so ein bisschen länger tragen, dann ist es so ein Mid-Length-Kleid. Oder halt ein Mini-Kleid, wie du willst. Und ja, ich habe es in Größe M und es passt sehr gut. Größe S wäre da vielleicht sogar ein bisschen besser gewesen, einfach weil es ein bisschen länger ist. Als nächstes, ich weiß, ihr denkt euch so, Paro, sicher, dass du die Sachen ausgesucht hast, aber
ich bin im Moment in einer Phase, wo ich ganz viele neue Sachen ausprobiere und I'm not mad about it. Ich finde es so, so, so geil. Das ist so ein Two-Piece. Fangen wir erstmal mit dem Oberteil an. Wie geil ist das bitte? Also ich feiere es unnormal, wirklich. Also wir haben hier Blumenmuster, wir haben Punkte, wir haben Herzchen und wir haben Ausschnitt, wir haben Underboob, wir haben alles. Wir haben literally alles. Man muss dazu sagen, das ist halt auch so ein Teil, was nicht jeder hat. Ich finde es halt voll gut, wenn man so Sachen hat, die nicht jeder hat und wo es so ein Hingucker ist oder das ist auch von For Love and Lemons. Ich habe es in Größe S und das Oberteil ist wirklich der Shit. Es sitzt richtig, richtig gut. Vor allem auch die Ärmel haben wieder hier dieses Gummiband. Kommen wir mal zum Rock. Ich finde den mega schön. Es ist Figur betont, aber auch sehr flirty mit Rüschen und so. Und I like that for the summer. Der sieht so aus und hat hier vorne auch wieder dieses zugezogene. Also ich stehe total auf dieses... Wie nennt man das? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Help your girl, please. Weil ich stehe total da drauf. Macht einen guten Booty. Sieht sehr süß aus. Die Qualität ist wirklich der Shit. Wer viel Wert auf Qualität legt und nicht so der Fast-Fashion-Typ ist, kann ich For Love and Lemons wirklich nur empfehlen. Dann ist das deine your way to go, basically. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Marke aus Amerika kommt, glaube ich. Wenn ich mich nicht recht entirre. Und dieser Online-Store kommt aus Schweden. Also man muss kein Zoll zahlen. Der Versand ist super schnell und ja. Highly recommended. Als nächstes auch von Love and Lemon habe ich dieses Kleid hier und es sieht so schön aus. Dazu muss ich aber sagen, da ist so ein BH reingemacht, also man hat einen Bügel drin und das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil man sich halt irgendwie so halt damit anpassen muss, mehr oder weniger. Und es hat hier auch so ein bisschen so Stäbe, das ist halt so ein bisschen im Corsagen-Style. Meine Boobs sind zu groß dafür. Ich habe es nicht richtig zubekommen, außer die eine Hälfte quillt halt oben raus. Aber das ist halt das Problem, wenn man große Boobs hat. Zumindest denke ich, wenn man echte große Brüste hat, dass man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum hat. Mit gemachten Brüsten ist es halt immer noch so ein bisschen schwieriger. Aber ich habe das Kleid einfach nur bis hier ungefähr zugemacht und man sieht es hinten gar nicht, dass es offen ist, mehr oder weniger. Und es sieht trotzdem mega gut aus. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass man diese Träger verstellen kann. Also je nachdem, wie eng oder locker, ne? Finde ich sehr, sehr gut. Und es sitzt eng, aber auch locker. Also man kann dieses Kleid auch zum Beispiel auf einer Hochzeit voll gut anziehen. Und man kann essen, ohne dass man das irgendwie sieht oder dass es zu eng ist oder dass es aufplatzt, was ich mega gut finde. Ich bin ja eher so ein Bodycon-Typ. Aber sowas ist auch voll gut und ich kann mir das so gut auch am Strand vorstellen, wenn man da essen geht oder in der Stadt oder so. Oh, ich kann es kaum erwarten, es anzuziehen. Es ist wirklich super, super high quality. Man hat unten drunter halt auch noch so ein Unterkleid, also man sieht nichts durch oder so. So cute in der Größe. S. Und hier habe ich auch das letzte Teil von Bad Kids und auch von Love and Lemon. Also ich fand die Marke halt einfach so krass, dass ich halt einfach irgendwie alles haben wollte. Es sieht einfach mega schön aus. Hi. Der Ausschnitt ist mega krass. Also selbst wenn du nicht so große Brüste hast, es wird mega gut aussehen. Was ich gut finde, ist, dass der vorne wie so eine Sicherheitsnadel ist oder so ein Haken. Den kannst du aufmachen, wenn du mehr Cleavage haben willst. Oder zumachen, wenn du weniger haben willst. Ich finde es mit dem, wenn es schon zu ist, perfekt. Aber wenn ich ein bisschen wild bin, kann ich es vielleicht aufmachen. I don't know. Hinten hast du dann auch so zwei Schnüre. Dann kannst du das Ganze so ein bisschen enger schnüren. Und ja, das Kleid ist mega süß, sehr flirty, sehr sommerisch und absolut ein Hingucker. Auch von der Qualität her mega, mega krass. Wirklich. Dann habe ich bei Missguided mir dieses T-Shirt hier geholt. Das ist so ein riesen Playboy-T-Shirt, so ein T-Shirt-Kleid. Und hat hier vorne auch diesen Bunny. Habe ich in der Größe 8, ich glaube, das ist 36. 34 hätte auch definitiv funktioniert, aber ich hatte echt Angst, dass es zu lang ist oder so. Ob es 8, 36? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich Größe 8. Und ich hätte auch noch eine Nummer kleiner gehen können auf jeden Fall. Und ich mag halt total diese Farben hier hinten. Und ich liebe das im Sommer einfach so drüber zu werfen. Am besten, wenn man so ein bisschen Struktur haben will, mit einem schwarzen Gürtel oder so, High Heels. Und dann kannst du es aufstylen oder einfach nur über dem Bikini und dann am See oder am Strand. Ein totaler Hingucker und I love Playboy. Ich mag das total mit dem Hase, ich finde es sau cute. Dann war ich auch in Köln beim Jamara Store und habe da ein paar Sachen ergattert. Und ich zeige euch mal meine Favorites, die auch gut zu diesem Haul passen. Das hier ist mein absolutes Lieblingsteil. Absolut, wirklich absolut. Weil erstens orange, zweitens Two-Piece, drittens Bodycon.
was wollen wir mehr? Was will ich mehr? Das Oberteil sitzt richtig gut. Es ist halt total stretchy und die Boobs looking delicious. Mir wurde auch gesagt, dass man es auch umdrehen kann, wenn man nicht so viel Cleavage haben will, was ich sehr gut finde. Und der Rock sitzt wie eine Eins, Leute. My body looks freaking snatched. Club, I'm coming. Ich liebe, liebe, liebe es. Also, ja, I can't get enough. Dann habe ich auch beim Jamira Store dieses Netz hier mitgenommen. Ich weiß, das ist nicht für jeden. I totally get that. Ich habe meine zwei anderen auch beim Jamira Store geholt. Ich habe dieses grüne letztens auf dem Wireless Festival getragen. Und ich habe das hier mir geholt. Das hat hier oben unten auch so ein paar Schlitze. Ich habe so ein neon-orangen Bikini, was mega drunter aussieht. Und can't wait to rock it in Ibiza. Deswegen, I'm pretty happy about this, weil es ist einfach freaking cute. Dann habe ich hier einmal dieses schöne Oberteil. Es ist super, super flirty mit viel Rüschen und wieder diesem Chiffon-Material. Auch vom Jamira Store. Es ist so schön. Es sieht auch vor allem richtig gut aus, wenn man so eine Shorts anhat oder einfach eine High-Waisted Hose. Absoluter Hingucker. Sieht super feminin aus und girly. Love that. Ich habe dasselbe Oberteil auch noch in schwarz. Und ja, es sieht so schön aus. Bei den Nippeln bin ich mir nicht ganz sicher. Ich mache einfach Nippelpads drunter, dann bin ich safe. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob man es im Try-On gesehen hat, aber ihr seht es ja. Und so sieht das Oberteil auch noch in schwarz aus. Black and White. Ich finde beides toll. Beides kann man richtig gut kombinieren. Beides sieht super edel aus, finde ich. Und es ist auf jeden Fall ein Must für den Sommer. Weil vor allem, weil es auch so cropped ist. Dann habe ich auch zwei Schuhe von EO Official. Ich habe hier einmal diese Sandalenmäßigen. Ich habe die auch schon mal in schwarz zugeschickt bekommen. Und jetzt habe ich sie in weiß. Weil ich finde, weiß sieht richtig gut aus, so auf brauner Haut. Und passt gut auch zu den Teilen, die ich euch gezeigt habe. Ich bin auch ein Wedges kind of Girl. Ich habe die früher sau gern getragen und ich trage sie immer noch gerne. Und ich habe welche gesucht, die halt hoch sind und schön. Und ich habe die hier gefunden mit so einem Schlangenmuster. Ich finde, die sehen mega... What the fuck, Alter? Ich finde, sie sehen mega edel aus. Was ich vorne auch mag, ist dieses durchsichtige Perplex. Wie auch immer das heißt. Dieses Vinyl. I don't know. Ihr wisst, was ich meine. Klar, sieht so ein bisschen aus wie das Fleisch beim Metzger. Aber ich finde, es sieht mega schön aus. So, Leute, das war's mit meinem Haul. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Gebt ihm wieder einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr Collective Hauls haben wollt. Ich werde euch alle Codes und Links, die ich so habe, unten in die Infobox schreiben. Und ihr könnt mich auch gerne kostenlos abonnieren, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.